Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich dir grundlegende Kenntnisse beim Erstellen Textverarbeitungskenntnisse, nämlich zum Erstellen von VWAs, also vorwissenschaftlichen Arbeiten, Diplomarbeiten und Seminararbeiten vermitteln möchte. Wir sind jetzt hier beim 12. Video und hier geht es darum, wie kann ich Kopf- und Fußzeilen erstellen. Ich habe hier in einem der vorgehenden Videos schon Seitennummerierungen eingefügt, die wurden hier in dieser Kopfzeile eingefügt. Wenn ich da hineingehe, mit Doppelklick kann ich hier etwas machen und das gleiche kann ich auch da machen. Gehe wieder kurz heraus in den Haupttext. Wenn ich hier einen Doppelklick mache, komme ich dann auch hier herein und kann dann etwas schreiben. Und das Besondere ist dann, wenn ich das da herunten schreibe, wird das auch dementsprechend dann in der nächsten Fußzeile auf der nächsten Seite dann ebenfalls dann wieder eingefügt. Genauso dementsprechend dann hier. Und das wird dann eben dann im ersten, also im jeweiligen Abschnitt dann noch durchgeführt. Was heißt das Abschnitt? Ein Abschnitt kann man einfügen. Wie in dem vorgehenden Video schon gezeigt, ich gehe an eine bestimmte Stelle, gehen wir da mal hin, gehen wir mal hierher, und dann möchte ich danach einen neuen Abschnitt einfügen. Ich kann hier eingehen auf Einfügen, oder gehen wir daher auf Layout, Umbrüche, und dann kann ich sagen, ein nächster Abschnitt beginnt auf der nächsten Seite, oder er beginnt zum Beispiel hier innerhalb dieser Seite. Aber noch einmal nächste Seite, und dann bedeutet es dann praktisch, dass hier der nächste Abschnitt hier beginnt und das, was ich in dieser Fußzeile in dem Fall drinnen habe, würde dann nur in diesem Abschnitt dann angezeigt und wenn ich es dementsprechend auch dann so einstelle, nämlich hier herum mit Folgen verknüpfen. Wenn ich das wegnehme, dann würde eben dann nicht mehr dasselbe angezeigt werden wie in diesem Abschnitt. Nehmen wir mal diesen Abschnitt 2, würde nicht dasselbe angezeigt werden, dann wieder mehr im Abschnitt 3. Ja, jetzt weißt du, wie man Fußzeilen und Kopfzeilen einfügen kann.